Einen wunderschönen guten Tag, morgen, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Hier ist der Zaunpfahl und heute im Early Access Check ShopKeep. Oder ShopKeep? Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Im Prinzip ist das Rollenspiel mal andersherum. Anstatt als schwer bewaffneter Held von Stadt zu ziehen und zwischendurch irgendwelche Monster zu töten, um mit dem Loot dann handeln zu können, macht ihr hier euren eigenen Shop in der Stadt auf und dreht den Leuten Schwerter, Heiltränke, Zauberstäbe und anderen Kram an. Das Spiel ist seit August 2015 im Early Access auf Steam verfügbar und wird von drei brasilianischen Entwicklern programmiert. Vertrieben wird das Ganze von Excalibur Software und kostet normalerweise 6,99 €. Im Weihnachtssale, der ja aktuell auf Steam noch läuft, ist es um 20% auf 5,59 € reduziert. Und wie meistens bei Early Access Games soll der Preis mit fortgeschrittener Entwicklung weiter steigen. Ich vermute mal auf die 10-Euro-Marke hin. Leider gibt es das Ding bislang nur auf Englisch, aber eigentlich solltet ihr auch mit nur geringen Englischkenntnissen damit klarkommen. Laut SteamDB hat sich das Teil im halben Jahr, in dem das jetzt verfügbar ist, schon ungefähr 50.000 Mal verkauft, was eigentlich eine ganz respektable Anzahl ist. Und die Community ist in den Steam-Foren auch recht aktiv, gibt den Entwicklern viel Feedback, Verbesserungsvorschläge, was im Spiel funktioniert und was nicht. Und genau das braucht es jetzt im Early Access auch noch. Dem Spiel merkt man eben an, dass es noch recht früh in der Entwicklung ist, auch wenn die Entwickler da schon einige Zeit dran sitzen. Als Grundlage dient, wie so oft bei kleinen Indie-Entwicklungen, die Unity Engine. Und die läuft bei mir hier mit ShopKeep mit konstanten 60 Frames pro Sekunde und scheint allerdings auch da gelockt zu sein. Interessanterweise kommt es ohne den sonst üblichen Launcher. Dafür gibt es aber ein paar Einstellungen im Optionsmenü, die man nicht in allen Unity-Titeln findet. Abgesehen von dem sehr praktischen Field of View-Einstellung, dem zum Perfektsein eigentlich nur noch ein Zahlenwert fehlt, anstatt diesem nichtssagenden Schieberegler, aber trotzdem schon mal beide Daumen hoch, dass es den überhaupt gibt, kann man außerdem diverse Anti-Aliasing-Optionen einstellen, bei Bedarf das Blut ausschalten. Ja, auch wenn das eigentlich eine Wirtschaftssimulation ist, es wird mitunter durchaus mal blutig. Und außerdem Motion Blur, was hier für YouTube sowieso generell aus sein sollte zur Aufzeichnung, eben auch noch so ein paar andere kleine Einstellungen. Und für die französischen Freunde unter uns gibt es auch eine Unterstützung für deren Keyboard-Layout. Die können mit WASD nämlich normalerweise nur herzlich wenig anfangen. Abgesehen davon, ja, die üblichen Einstellungen, die man so haben möchte. UI-Größe, ein Slider für die visuelle Qualität, der allerdings irgendwie meiner Erfahrung nach wenig bis gar keine Auswirkungen hat und zumindest auf meinem System sowieso nicht auf die Performance schlägt. Auflösungen, 720p aufwärts, ich vermute mal bis 1080, mir fehlt leider immer noch der Monitor, um die anzeigen zu können. Ansonsten, Optionsmenü, gut gelungen, könnte noch ein wenig besser sein, aber schon mal für einen Early Access Titel mit Unity Engine nicht verkehrt. So, und nachdem wir das alles auf dem Weg haben, kommen wir jetzt endlich mal zum Gameplay. Das Spiel wirft einen ohne jegliche Erklärung ins Spiel, wobei man im Hauptmenü ein paar Tutorial-Texte lesen kann, die die Grundlagen zumindest rudimentär rüberbringen. Allzu komplex ist das Spiel allerdings eh nicht, von daher funktioniert das schon so einigermaßen. Die Entwickler haben aber in einem Newsbeitrag schon angekündigt, das Tutorial-System nochmal zu überarbeiten. So,
Und da startet ihr nun in eurem leeren Laden. Als erstes sollten wir den mit ein paar Verkaufsmöglichkeiten ausstatten und dafür gibt es am Anfang nur dieses kleine Podest. Später kann man auch Regale, Waffenhalter und anderes freischalten. Und da wir zu Beginn nur über sehr wenig Gold verfügen, sollte man klein anfangen und nur zwei oder drei von den Podesten bauen, damit noch genug Gold übrig bleibt, um auch Ware bestellen zu können. Das macht man mittels dieser praktischen Universalschriftrolle, aus der man sich einfach die gewünschten Waren aussucht und dann per Buttonklick bestellt. Auch hier backt man zu Anfang erstmal kleine Brötchen. Viel mehr als ein paar Heiltränke wird man sich in den ersten paar Tagen im Spiel nicht in den Laden stellen können. Um das Ganze etwas spannender zu machen, springen wir hier mal in einen späteren Spielstand. Das Spiel speichert übrigens nach jedem Ingame-Tag automatisch, es gibt aber nur genau einen Speicherstand. Hier habe ich auch schon fast die gesamte Ladenausstattung freigeschaltet und auch einige Skills aktiviert, die das Leben als Ladeninhaber einfacher machen. Für jeden Verkauf und jede Bestellung gibt es nämlich ein paar Erfahrungspunkte, mit denen man im Level aufsteigt und so auf mehreren Talentbäumen weitere Inhalte freischalten kann. Etwa Regale, um mehr kleine Waren lagern zu können, und Tische, um auch große Schilde oder Kisten mit Schriftrollen anbieten zu können. Aber auch passive Skills, mit denen man ein größeres Einkommen erzielt. Besonders praktisch sind diese Bot-Helfer, die über den Ingenieur-Skill freigeschaltet werden. Sobald man die mit recht teurem Benzin versorgt, nehmen die einem ein bisschen Arbeit ab. Man kann etwa einstellen, dass die Bots automatische Diebe erledigen sollen, von denen es gerade am Anfang jede Menge gibt, um die man sich sonst selber mit Axt oder Blitzzauber kümmern muss. Oder man sagt ihnen, sie sollen die von Kunden durch die Gegend geworfene Waren wieder aufsammeln. Dann kann man einfach zu dem Bot hingehen und aus dessen Inventar den Kram wieder in sein eigenes packen. Und ansonsten ist das Spiel Rinse and Repeat, wie man auf Englisch so schön sagt. Jeder Tag läuft im Grunde sehr, sehr gleich ab. Man bestellt sich Waren, verteilt diese im Laden auf die verschiedenen Regale, Tische und so weiter, eröffnet die Tür und wartet dann, dass Kunden hereinkommen und den Kram halt kaufen. Zwischendurch sollte man sich allerdings noch um die Sauberkeit des Ladens kümmern. Man muss nämlich den Fußboden wischen und dafür sorgen, dass die ganzen Regale und Tische auch in einem ordentlichen Zustand sind. Ansonsten fallen die nämlich irgendwann zusammen und sind kaputt und man muss neue hinstellen. Macht das Ganze denn Spaß? Nun, ich muss sagen, erstaunlicherweise habe ich für dieses Video wesentlich mehr Spielzeit reingesteckt, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich bin hier nach rund 10 Spielstunden einen Monat im Spiel vorangekommen und habe noch längst nicht alles gesehen und auch nicht alles freigeschaltet. Trotzdem gibt es da aus irgendeinem komischen Grund eine Motivation, tatsächlich hier noch weiterzukommen und alle Inhalte zu entdecken. Das spricht eigentlich für das Spiel. Trotzdem merkt man an alten Ecken und Kanten, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Schwere Bugs, die das Vorankommen im Spiel behindern würden, habe ich zwar keine erlebt, aber es gibt doch noch sehr viele Kleinigkeiten, die entweder nervig sind oder einfach nur ein bisschen unschön. Die Items in Regalen platzieren ist zum Beispiel manchmal recht knifflig und es geht nur aus ganz bestimmten Positionen. Schlimmer wird es nur mit auf dem Boden liegenden Gegenständen, die man manchmal gar nicht erst wieder aufheben kann oder erst nachdem man sie durch Drüberlaufen irgendwo anders hin buxiert hat. Auch die Auswahl der täglichen Quests, für die es extra Erfahrungspunkte gibt und zum Beispiel beinhalten 10 Heiltränke am Tag zu verkaufen. Die sind in ihrem Menü auch manchmal gar nicht erst anklickbar.
was dann schon ein bisschen störend ist. Außerdem bietet einem das Spiel schon zu Beginn Quests an, für die man eigentlich erst einmal zwei oder drei Sachen im Talentbaum freischalten muss, damit man die Items, die man da verkaufen soll, dann überhaupt verfügbar hat. Das wiederum ist eigentlich ein No-Go. Der Grafik könnte ein bisschen Polieren auch noch gut tun, wobei ich das Spiel nicht unbedingt als hässlich bezeichnen würde. Durch den Comic-Stil kommt schon eine ganz nette Atmosphäre auf. Was die Entwickler allerdings noch dringend ändern müssen, ist das Balancing des Skilltrees. Mit einem Update vor Weihnachten haben sie zwar im Optionsmenü einen Schalter versteckt, der einem mehr K-Punkte pro Level abbringt, aber die Kosten für die Skills sind meiner Meinung nach trotzdem noch viel zu hoch. Rundherum ist das Spiel im aktuellen Zustand trotzdem schon ganz gut spielbar und konnte mich auf jeden Fall die 10 Stunden bei der Stange halten, mit einem Ausblick auf mehr. Hier werde ich gerne in eine der nächsten Versionen wieder reinschauen und gucken, was sich tut. Ich bin auf jeden Fall dankbar, das Spiel für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, hatte es aber auch so schon vorher auf dem Radar und wollte mal reinschauen. Das Ganze ist ein interessantes Konzept, wenn auch mit Sicherheit nicht das erste Spiel, das sowas versucht. Und es ist ganz gut umgesetzt. Mir gefällt es auf jeden Fall und trotz der vielen Gameplay-Wiederholungen Tag für Tag im Spiel würde ich eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Es ist dann eben doch noch Early Access und wer weiß wann oder ob überhaupt es fertig wird. Excalibur Publishing hat nämlich leider nicht den besten Ruf und auch schon einige Early Access Projekte im Sand versenkt. Das macht mich ein bisschen skeptisch, würde dem kleinen Team hinter dem Spiel aber trotzdem gerne eine Chance geben. Das war es von mir, dem Zaunpfahl zu Shopekeep. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in meine anderen Videos nochmal rein. Eigentlich ja jede Woche eine Indie-Review und im Moment laufen zwei Let's Play-Serien, immer noch Cities Skylines und Star Wars Battlefront. Wie das zusammenpasst, weiß ich zwar auch nicht so genau, aber ich habe mit beidem sehr viel Spaß und ihr könnt hier im Channel dran teilhaben. Am besten, wenn ihr natürlich auf den Abonnieren-Button klickt. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.